Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Feuerkelch. Beim letzten Mal bin ich ein bisschen dezent ausgerastet und habe das Spiel einfach abgebrochen. Ja. Ich habe jetzt aber eine Lösung gefunden, wie ich das Ganze etwas einfacher gestalten kann, beziehungsweise mir ist etwas aufgefallen. Und zwar konnte ich das Spiel ja offiziell nur mit dem Controller spielen, weil meine Tastatur kaputt war. Da ich jetzt aber vor kurzem meine neue Tastatur bekommen habe, kann ich das Spiel jetzt auch wieder mit der Tastatur spielen. Und mit der Tastatur dürfte dieses Spiel, beziehungsweise gerade auch diese zweite trimagische Aufgabe, viel einfacher werden, weil ich dann nämlich auch beschleunigen kann. Ja gut. Was mir aber jetzt auch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ich jetzt die nächsten Sätze freischalten kann. Weil ich eben mit der Tastatur spiele. Zack. Und Satz 2. Bingo. Ich nehme natürlich jetzt erstmal die teuersten Karten. Weil ich einfach genügend Bohnen zusammen habe. Harry wirkt zwei Flüche gleichzeitig. Diese Karte kann nicht zusammen mit einer anderen Fluchkarte ausgerüstet werden. Kennen wir ja schon. Stell dir. Achso, zurück. Ja, zurück. Harrys Flüche werden mächtiger. Mit Moody. Gut, ich kann mir schon mal den dritten Satz auch angucken. 350 Heiliger. Fluchkaskade. Harrys Fluch teilt sich und mehrere kleine Flüche fallen zu Boden. Diese Karte kann nicht mit einer anderen Fluchkarte ausgerüstet werden. Okay, krass. Kein Wunder, dass sie so teuer ist. Okay, nächste direkt hinterher. Freundschaft. Wenn Harry neben einem Freund mit derselben Karte steht, wird die Kraft beider aufgeladen. Die Kraft. Boah, das ist das, was ich ausnutzen muss. Scheiße, Mann. Logisch, ja. Die Kraft ist ja die Lebensgedönsens anzeigen, oder nicht? Dreifachfluch. Harry wirkt drei Flüche gleichzeitig. Okay. Immer Moody, wenn es um Flüche geht, einfach. Kraftwandler. Alle Karten in Harrys Hand werden in Kraftkarten verwandelt. Okay. Die ist cool, die gefällt mir. Okay, ich glaube, den nächsten Satz habe ich noch nicht freigeschaltet. Nope. Jetzt will ich aber auch mal einen Satz zusammenkriegen, einfach nur um die Karten am Ende dann zu kriegen. Mache ich mich aber erstmal hier an den. Harrys Kraftleiste wird um 20 erweitert. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Yep, nochmal dasselbe. Da haben wir Harrys Flüche werden mächtiger. Und wieder Moody, natürlich. Wenn es um Flüche geht, dann ist Moody dabei. Aktio-Zauber wird mächtiger. Cool. Und die nächste Karte. Voll gut. Harrys Kraftleiste wird um 40 erweitert. Yay. Okay, nächster Satz. Ich hau jetzt einfach alle Karten raus, die ich habe. Alle Bohnen. Harrys Kraftleiste wird erweitert. Flüche werden mächtiger. Oh, ausnahmsweise mal nicht, ne? Aktie wird mächtiger, brauche ich eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Magicus Extremus wird länger. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag die Bilder. Oh, das ist von der zweiten Aufgabe, oder? Ja. Boah, wie verpixelt das einfach ist. Harrys Flüche werden mächtiger. Plus 40. Okay, also ich werde die Folge jetzt wahrscheinlich damit verbringen, hier die Karten alle aufzudecken. Und, Zauber werden mächtiger. Magicus Extremus wirkt länger. Und die letzte noch. Magicus Extremus wird länger. Was haben wir hier? Harry verliert weniger Bohnen, wenn er verletzt wird. Das sind voll die guten Sachen, ey. Okay, jetzt geht's um Hermines Karten. Da ich euch die natürlich auch alle zeigen möchte, fände ich es jetzt Blödsinn, wenn ich das überspringen wollen würde. Ich glaube, ich setze einfach am Anfang der Folgen. Hermine kann Herbi wie kurz über einen kurzen Zeitraum besser kontrollieren. Okay, cool. Oh Gott.
Ich setze euch am Anfang einfach so ein Reminder, dass ihr dann quasi das hier alles überspringen könnt, wenn ihr möchtet. Oh, der Arme. Sein armer Sohn. Ja. Aktio-Zauber. Oh, die Bilder von der Mine sind voll hübsch. Kraftleiste wird erweitert. Oh, ein Herzchen am Ende. Also da daneben. Hä? Warum kriegt die eine Moody-Karte? Okay, strange. Magicus Extremus wirkt länger, okay. Okay, Satz 3. Natürlich erstmal die teuersten holen. Nur für den Fall, dass es am Ende nicht reichen sollte. Alle Karten in Hermines Hand werden in Kraftkarten verwandelt. Oh. Hermine wirkt zwei Flüche gleichzeitig. Diese Karte kann und so weiter. Oh, sweet. Haben wir noch einen dritten Satz? Jawohl, natürlich haben wir noch einen dritten Satz. Arcanius kann Fluchkarten umgewandelt. Gut, dass da dann die Slytherins gezeigt werden. Hermines Flüche springen von Ziel zu Ziel. Diese Karte kann ich zusammen mit anderen. Cool. Ach ja. Und der nächste ist, glaube ich, nee, ist noch nicht frei. Gut, dann hole ich mir jetzt die ganzen restlichen Karten noch, weil es so schön war. Bingo! Und noch eine Fluchkarte. Oh, das ist Hagrid. Silberfluchverstärker. Und der passt nicht mal ganz auf die Karte drauf, der arme Kerl. Hermines Flüche werden mächtiger. Um 50. So, hier sind auch noch ein paar. Hole ich mir dann auch noch. Magikus wirkt länger. Das ist, glaube ich, Dumbledore. Der junge Dumbledore. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aktio wird mächtiger. Ich sehe ja, die Bilder von der Mine sind echt hübsch. Kraftleiste wird erweitert. Okay, das ist jetzt nicht so holler. Flüche werden mächtiger. Victor Krum. Aktio-Verstärker. Oh, sieht das strange aus. Aktio-Zauber wird mächtiger, okay. Und dann habe ich jetzt den zweiten Satz, habe ich voll, dritten, den. Okay. Und zum, ups, zum Schluss noch, geht zurück, die Karten von Ronald. Wieder erst. Blaue Bertie Botts Bohnen. Findet Ron Bohnen, wird Magicus Extremus mächtiger. Cool. Also ist das bei jedem Bohnen so, nicht nur bei den blauen. Abprallfluch. Rons Flüche springen von Ziel zu Ziel. Das hatten wir ja auch bei Hermine schon. 100er noch? Oh, der Arme. So, dann gucke ich mal. Oh Gott, Rons Karten sind alle so teuer. Dreifachfluch. Oh, das finde ich mal jetzt geil. Dreifachfluch ist immer geil. Oh, die beiden. Und oh, 350. Fluchkaskade. Bertie Botts Bohnen. Ich will erstmal gucken, dass ich hier die Sätze halbwegs zusammenkriege. Also mit Ron muss ich, glaube ich, ordentlich Bohnen sammeln. Da irgendwie. Fleur de la Cour. Oh, ich habe Ron's Dad. Goldmagikus Extremus Startschub. Heißt. Magieleiste der Gruppe ist zu Beginn teilweise gefüllt. Also das dann jetzt automatisch, ohne dass ich dafür irgendwas tun muss. Finde ich gut. Und Flüche werden mächtiger. Kraftleiste wird erweitert. Mensch, da muss ich mich ja jetzt richtig entscheiden. Das Bild ist cool. Aktio-Zauber wird mächtiger. Und eine Karte von Ron selbst. Wie er da unten hängt. Toll, jetzt habe ich mich gespoilert. Nein, Quatsch. Ich wusste natürlich schon, dass Ron derjenige ist, der da unten hängt. Rons Flüche werden mächtiger. Und jetzt habe ich nur noch 300 Bohnen. Das heißt aber tatsächlich, dass ich mir im... Die kann ich mir nicht holen. Aber die hier müsste ich mir noch holen können. Ja. Dann hole ich mir jetzt alle Karten, die ich mir noch holen kann. Ah, das ist auch hübsch. Ah, ich liebe diese Szene einfach.
Okay, dann werde ich jetzt die nächste Aufgabe dann wahrscheinlich erstmal mit Ron machen. Weil ich bei ihm Karten brauche. Und zwar ziemlich viele Karten. So, und jetzt kann ich aber dann tatsächlich auch mal. Ich glaube, bei Kräuterkunde mache ich jetzt auf jeden Fall nochmal weiter, weil ich da bestimmt noch einiges machen kann. Was war das? 40, glaube ich, 10 Minuten habe ich, okay. Und ich wollte ja, wie gesagt, mit Ron spielen, weil ich mit dem noch Boden brauche. Okay, gucke ich mal, was die mir hier so anbieten. Fluchart, Kraft, Magikus Extremis. Fluchart, Charakter, Kreatur. Kraft brauche ich bei dem nicht. Fluch. Was ist denn mit Fluchart gemeint? Bodenbeutelverstärker. Doppelfluch. Okay, nehmen wir mal die normalen Fluchkarten einfach. Harrys Flüche werden mächtiger. Werden mächtiger. Nehme ich. Kraft. Was haben wir denn hier? Kraftleiste wird erweitert um 40. Nehme ich. Auf jeden Fall. Und hier nochmal. Harrys Fluch teilt sich und mehrere kleine Flüche fallen zu Boden. Okay. Ah, okay, das finde ich sehr gut. Nehme ich. Was bietet mir Hermine an? Magicus Extremus wirkt länger. Alle Karten werden in Fluchkarten verwandelt. Whatever. Flüche werden mächtiger. Kraftleiste wird erweitert. Flüche springen von Ziel zu Ziel. Finde ich auch nicht schlecht. Nehme ich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken wegen der Steuerung. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass ich jetzt diesen Scheiß hier nochmal machen muss. Retractum! Dass ich diesen scheiß komischen Kröter hier nochmal. Oder? Muss ich? Ich will nicht. Adio! Muss ich aber tatsächlich auch nicht, oder? Oh nein, ich höre sie schon wieder. Ich höre sie schon wieder. Aua. Vermiculus! Wow. Vermiculus! Hey, da drüben, Bohnen! Krass. Ich mag diese Bohnen Ich sehr. glaube, wenn ich das Ding da oben Oh je, draufstellen kannst du würde. endlich mal mit deinen Bohnen aufhören, Ron? Ach, hier komme ich gar nicht weiter, oder? Ach, gerade. Ich wette, wenn ich das hier. Wingardium Leviosa! Das kann ich Wingardium nicht. Warte, warte, Leviosa! aua! Ey, Leute, Hilfe! Mein Gott! Inflatus! Wow! Vermiculus! Alter! Die Abwehr einfach gehen. Bohnen! Schnappt euch die Bohnen! Mach ich doch, mach ich doch. Gib mir die Bohnen, gib mir die Bohnen. So, ich brauche immer Hilfe, Leute. Ich will das jetzt mal hier ausprobieren. Aua. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal schnell durch. Da oben ist ein Schild, da oben ist ein Schild. Kann ich da Dinge da? Ja, kann. Aber, dann hat das irgendwas. Aua. Ich sehe dich. Miculus! Nein, da kann ich nicht hoch. Wingardium Leviosa! Den hatte ich beim letzten Mal schon, ne? Dass ich da irgendwie nicht hochkam. Orchideus! Accio! Ah ne, einmal hier noch. Fuck, oh. Herbivicus! Okay, da oben ist ein Schild an, dass ich nicht rankomme. Was natürlich blöd ist, aber. Okay. Hier kann es jetzt erstmal weitergehen. Das sieht doch ganz gut aus. Da unten ist noch ein. Ah, hier kann es weitergehen. Kaufe Retractum! Ich glaube, ich brauche Hilfe von irgendjemandem. Hallo. Kann halt nicht. Oh.
Harpere Traktum! Aua! Ich bin gleich tot. Oh. Ey, warum können die mich eigentlich pieksen, wenn ich gerade noch nicht... Ihr seid doch scheiße. Vermiculus! Los, sterbt einfach alle! Sterbt alle! Hey, da drüben, ohne! Wow, und wie viele? Okay, Leute, jetzt... Oh Gott, noch eins! Wie viele von den Viechern springen denn hier noch rum? Inflatus! Wir sind jetzt bald mal gut. Anscheinend nicht. So, Leute, jetzt... Caniculus! Capere Tractum! Ich brauche gar keine Hilfe. Ja, ich schaffe das ganz alleine. Ich brauche das gar nicht. Ah, hier komme ich nicht hin. Komme ich hier runter? Nope, hier kann ich offensichtlich nicht runter. Auf! Mein Gott. Steh auf, steh auf. Herr Miculus! Okay, also irgendwie ist das mit der Tastatur doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber zumindest konnte ich jetzt die ganzen Karten mal ne, verwenden. Inflatus! Okay. Jetzt komme ich hier irgendwie. Komme ich hier jetzt weiter? Ich glaube schon nicht. Kaufe den Traktum! Okay, ich kann das hier alleine machen. Was siehst du das? Au! Ja, doch. Oh Leute, ihr kriegt auch nichts auf die Reihe ohne mich. Kann das sein? So, einfach mal schön alle verscheuchen hier. Vermiculus! Accio! Boah, ohne Witz. Wo kommen diese ganzen Viecher her? Das ist doch nicht mehr normal. Schlimmer als jedes Hack-and-Slay-Spiel, ehrlich. Und ich treffe die Scheißviecher nicht mal. Herr Gott nochmal. Nee, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, dieses Spiel so unfassbar schlecht zu machen. Kaufe den Traktum! Och Leute, euer Ernst. Jetzt gehe ich nochmal hier rum. Oh, ist das nervig. Ja, könntest du bitte einfach abhauen. Vermiculus! So. Mein Jott, ist das dein Labyrinth hier, ey. Aha, ein Schild, okay. Ja, können wir das Ganze bitte beschleunigen, danke. Eine neue Karte erhalten. Cool. Und jetzt habe ich wieder genug Bohnen, um mit Ron quasi das letzte freizuschalten, glaube ich. Oder? Ich habe nur 69 Bohnen. Warum hatte ich denn drei? Ach so, weil Harry vorher auch schon 300 hatte. Okay, nein, hat sich erledigt. Kann ich nicht. Aber ich könnte jetzt dann kurz den Part beenden und dann beim nächsten Mal versuchen. Ich bin schon wieder bei 20 Minuten, scheiß drauf. Beim nächsten Mal versuche ich es dann einfach nochmal mit der zweiten trimagischen Aufgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao.